Das ist Mevan. Kein Zweifel. Geh weg! Oh nein, es ist ganz kalt. Das Kleine ist unverletzt und atmet wieder, aber flach. Und es wird schwächer. Hier kann Heilmagie nicht mehr viel tun. Wir müssen zurück ins Dorf, und zwar schnell. Es braucht trockene Kleidung und Wärme. Das musste ja sein. Matsya, nimm das Kind. Vermutlich wurden die Biester, die in den Ruinen herumstreifen, vom Kampfeslärm angelockt. Dann sind die hier sicherlich nur die Vorhut. Uns läuft die Zeit davon. Matsya, schaffst du es mit dem Kind bis ins Dorf? Ich alleine? Ich meine, irgendwie bestimmt, aber... Wir kümmern uns um die Biester und sehen zu, dass dir kein einziges davon ins Dorf folgt. Aber dazu brauchen wir dich und all deinen Mut. Bring dieses Kind sicher nach Hause, Matsya. In Ordnung. Dann mache ich mich jetzt auf. Und wir halten sie für dich auf. Los, Matsya! Thank you.
Reiß dich zusammen, Matja. Um der Götter willen. Was soll ich denn jetzt? Nein, nein, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. An jedes Wesens Seite wandeln Kummer und Schmerz. Nur todesschwarzer Schlund schnappt nach jedem deiner Schritte. Ah! Nein, bitte! Ich habe keine Angst! Ich habe keine Angst! Ich habe keine Angst! Ah! Denn jener Schmerz, der an dir zerrt, ist weder Schand noch Makel. Wie Schmiedeshammer, stete Schläge, stolze Klinge. Stolze Klinge. Götter? Götter? Nicht ganz, aber ein Wächter. Bitte, rettet dieses Kind. Ich flehe euch an. Für Keraschaf und Mevan. Sie ist ihr Ein und Alles. Na sieh mal, selbst dieses kleine Würmchen weiß Freund von Bestie zu unterscheiden. Du warst außerordentlich tapfer. Nun bringen wir dich zurück nach Palakas U. Bleiben noch meine werten Bundskollegen. Wobei es aus der Luft so aussah, als hätten sie meine Unterstützung gar nicht nötig. Und damit hätten wir hier aufgeräumt. Lasst uns schnell zu Matsya aufholen. Der Himmel? Ihr habt ja gar nichts für mich übrig gelassen. Estinien, du bist Matsya also zu Hilfe gekommen? Nicht ich. Friedra hat ihn erspäht, wie er durch die Botanik geprescht ist. Jetzt bringt er ihn gerade in sein Dorf zurück. Das bedeutet ja, dass er sich vor Leuten zeigt. Diese Entscheidung kann ihm nicht leicht gefallen sein. Wer weiß. Kommt ihr euch anschließen? Gleich. Eine Sache noch. Ich will Mevan bergen, ihr die letzte Ehre erweisen und ihr danken, weil sie ihr Kind so eisern beschützt hat. Und sie muss erfahren, dass es ihm gut geht und es in Sicherheit ist. Außerdem sollte sie gemeinsam mit ihrem Mann zur Ruhe gebettet werden. Würdest du mir dabei helfen?